Noch ein kurzes Statement. Heute werden Statements verteilt am Monaco. Diese Farben, die ihr hinter mir seht, das sind unter anderem die kurdischen Farben. Okay? Das ist die Identität der Kurden, sozusagen. Kesko Zoruzer, grün, rot, gelb. Das ist die allgemeine kurdische Fahne. Okay? Ala Rengin, die farbige Flagge. Jetzt an die Türken, die das mit der P... verbinden. Ihr wisst schon, welche Organisation. Ich meine, hier wird gesperrt, solche Sachen. Das hat nichts mit dieser Partei zu tun. Diese Partei akzeptiert unter anderem diese Fahne auch gar nicht. Ja, damit es euch erstmal klar ist. Das ist die Fahne der Kurden. Selbst im Osmanischen Reich gab es das Kurdistan-Gebiet. Okay, ihr müsst mal die Archive richtig lesen, kontrollieren, beziehungsweise kontrollieren, sage ich, recherchieren, richtig euch informieren. Selbst im Osmanischen Reich gab es kurdische Kämpfer, kurdische Krieger, die in dem Gebiet Kurdistan waren. Auch die osmanischen Sultane und sowas, Sultanlar und so, die haben das auch Kurdistan genannt. Wenn ich mich dahin stelle, so wie ich mich immer schon dahin stelle und sage, wir Kurden und Türken, wir sind Geschwister. Sei es Geschwister so oder so im Dien, so oder so. Ja, aber auch so Geschwister vom Volke her, weil wir in den gleichen Gebieten gelebt haben und leben, weil wir gemeinsam eine Geschichte haben, weil wir auch damals über 500 Jahre zusammen Seite an Seite gekämpft haben und. Aber wenn ihr das nicht akzeptiert, diese Fahne, und mich nicht lässt, dass ich diese Fahne, ja, hissen kann, wedeln kann, lieben kann, dann sind wir keine Geschwister. Selbst als Mesut Barzani in der Türkei war, in Diyarbakır war und auch, glaube ich, auch in Ankara mit Erdogan, hat die Türkei diese Fahne, ja, dahingestellt. Das heißt, wenn diese Fahne etwas mit der P... zu tun hätte, dann würden die Türken das wahrscheinlich nicht in der Türkei aufstellen. Ein bisschen Gehirn, Grips einschalten. Ich habe früher auch gesagt, dass ich mit dieser Fahne nichts zu tun habe, dass das nicht unsere Fahne mäßig ist, weil ich keine Ahnung hatte. Ich habe recherchiert, ich habe gelesen und ich lerne immer mehr und ich habe gelernt und bin zu der Erkenntnis gekommen, doch, das ist unsere Fahne. Ich akzeptiere die schon. Das ist nicht nur von den nordirakischen Kurden, das ist von allen Kurden die Fahne. Und unsere Farben sind das eh schon drauf. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen, Assalamu alaikum, Rojbash, Havalno.